Okay. Mit zwei Mörser und eine Kanone. Auf dass das gut gehen möge. Jawohl, mein König! Greif an! Was kann ich für euch tun? So, geht mal auf den Markt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Damit kriegen wir hier jede Menge kaputt. Mache mich auf den Weg, Herr. Dann das da. Das hier auch. Lasst uns den Feind zerschmettern. Ergebt euch. Mach mal den Markt kaputt. Jo. Macht keine Gefangenen. Die Kirche. Womit kann ich dienen? So, und wenn der hier weg ist, mal sehen, wie weit es geht, was alles weg ist. Wir sind auf jeden Weg. Fall haben wir jetzt einen riesen Platz gewonnen hier. Befehlt und wir gehorchen. Kommt mal hierher und ich guck mal ganz kurz, wie viel Geld wir haben. So viel. Das heißt, wir können noch zwei, drei Leute holen. Ihr beide müsst repariert werden. Fahrt schon mal zur Werft. Fahrt am Wind! Du musst erst recht repariert werden. Soldaten sind ausgebildet. Ihr seid fertig. Ihr lauft schon mal hier vorne hin. Wie unser Herr befiehlt. Ja, also bei dieser Streitkraft kann ich mir denken, dass er noch nicht angegriffen hat. Scheint nicht so ganz gesund zu sein für ihn. Macht keine Gefangenen. So, kaputt. Alles weg hier. Für unser Land! Für unseren König! Wenn wir den Markt weg haben, dann haben wir doch schon einiges gekonnt, oder? Dann haben wir doch hier hinten auch alles. Ah, da ist noch einer. Ob wir den auch einfach so kriegen, das ist die Frage. Setze mich in Bewegung, eigentlich müssten ihm noch weitere Inseln gehören. Wir das ist schon komisch. Auf den Weg, Herr. Greift an! Auf den Markt. Sehr gut. Setzen uns in Bewegung, wieder zurück. Mein König. Dann machen wir den Markt. Zu Diensten, mein König. Befehlt und wir gehorchen. Na, das finde ich doch prima. Ich sehe jetzt auch keine Truppen mehr hier rumlaufen. Hier hinten ist alles weg. Dann müsste hier jetzt auch einiges verschwinden und dann hat er nur noch hier die Märkte. Der könnte nochmal lustig werden. Wir erwarten euren Befehl. Vorher machen wir die anderen beiden. Er hat auch keine Türme irgendwie zwischendurch hier stehen. Alles ist wunderbar. Sehr schön. Wir erwarten euren Befehl. Auch den machen wir noch. Okay. Oh, da ist auch noch einer. Und da auch. Meine Güte, der hat aber auch Märkte noch und nöcher. Geht mal hier hin. Macht erstmal den da. Ergebt euch. Oh, oh Scheibenkleister, da schießt ein Turm. Okay, ja, das war's dann für uns. Solange der Markt brennt, ist das in Ordnung, weil der jetzt von alleine abbrennt. Dann können wir unsere Schiffe derweil schon mal hübsch machen. Na, dir fehlt noch was. Ach, Geld, uns fehlt Geld. Ah, wie kommen wir denn jetzt so schnell an Geld? Komm mal mit. Nee, du nicht. Das ist doof. Warte mal, gib mal erstmal deine Kanonen ab. Dann gehst du hierher. Wie viel Geld haben wir? Wir sind im Plus. Das ist aber nicht besonders viel. Was haben wir an Waren? Können wir irgendetwas verkaufen? Der da oben möchte ja ein bisschen was haben.
Wir haben Tabak ein bisschen. Dann verkaufen wir Tabak. So, 50 Tonnen. An den hier. Flottenkommandant an Deck. Der will nämlich auch 50 Tonnen Tabak haben. So, hier stehen noch zwei Schiffe, die bleiben auch hier. Oh, ist der Markt kaputt, ja. Jetzt hat er nur noch zwei Märkte. Eure Regentschaft. Wenn wir das nicht in diesem Part hinkriegen, dann weiß ich auch nicht. Brauchen bloß Kohle. Ei, ei, Auftrag wird ausgeführt. In die Wanten! So, handeln. Okay, hast du noch irgendwas an Bord? Ja, ein bisschen Tabak. Aber wir haben schon mal viel mehr Geld. Und mit mehr Geld können wir mehr reparieren. Flotte ist auf Zielkurs. So, du wirst nur noch repariert, das andere braucht nicht. Schiffsreparatur beendet. Ausgezeichnet. Flotte befehlsbereit, Kommandant. Setzt neuen Kurs! Dann holen wir unsere Kanoniere. Noch einen und dann kann es weitergehen. Neue Einheit bereit. Warum machen wir so viel Geld? Ach so, wegen dem Verkauf. Ja, ich wollte schon sagen. Was ist das für eine Bilanz? Hier stimmt irgendwas nicht. Aber ist alles gut. So, möchtest du mittlerweile schon wieder Tabak handeln? Ja, möchtest du. Dann fahren wir wieder nach Hause. Setze mich in Bewegung. Einsteigen bitte. Genau. Ah, jetzt beginnt die Rechnerei. Ich glaube, wir sind trotzdem noch im Minus, kann das sein? 180 plus 1600 sind 1780 sind 1850. Na, wir sind knapp drüber noch. Wir machen noch ein bisschen Plus, also können wir ruhig noch. Ey. Aha, ey. Er veralbert mich. Können wir ruhig noch Neue einen Soldaten Kanonier herstellen. Sind verfügbar. So, dann haben wir wieder vier. Mit vieren kriegen wir auf jeden Fall diese hier kaputt. Mehr brauchen wir nicht. Flotte befehlsbereit, Kommandant. Einmal nach oben fahren, ihr könnt wieder nach unten, könnt repariert werden später. Wenn wir wieder Kohle haben. Im Moment sieht das ein bisschen kritisch aus. Kommen wir denn auf so einen hohen Minuswert? Du warst das heile Schiff, du nimmst mal wieder Tabak mit. So, 20 Tonnen Tabak. Ab zu ihm. Wir brauchen das Geld. Wir sind jung und brauchen das Geld. Und wenn die anderen oben angekommen sind, dann haben wir auch wieder Geld. Wir müssen keinen Tribut entrichten oder sowas, ne? So. Hast du Waffen gelagert oder was? Nee, hast du nicht. Fahr mal näher ran. So, verkaufen und wir haben wieder Kohle. Sehr schön. Ahoi, ihr Wasserratten. 1, 2, 3, 4. Auf geht's nach oben. Einmal hierhin. Auf dem Weg, mein König. Wir speichern sicherheitshalber noch einmal ab. Wer weiß, vielleicht geht ja doch noch irgendwas schief. Spielstand gesichert. Zum Angriff! Genau, geht zum Angriff über, macht alles kaputt. Macht, schlagt Zu alles Diensten, kurz und klein. Mir nach! Nur der Marktplatz soll es sein. Nummer 1. Setze mich in Bewegung, mein König. Und Nieder mit dem Nummer 2. Ha, und dann ist Schluss. Mit Defrean, den gibt's dann nicht mehr. So, jetzt warten wir noch, bis der Marktplatz verschwunden ist und haben gewonnen oder nicht? Gewonnen oder nicht gewonnen, das ist hier die Frage.
Na los, gib auf. Komm schon. Gib auf. Und? Als ihr vor den Überresten von Defrerens Palast steht und eure Männer das Gelände sichern, bekommt ihr von einem Scout die Meldung, dass Defreren mit Geleitschutz geflohen ist. Katharina soll, in Ketten gelegt, bei ihm gewesen sein. Mit ein paar lauten Befehlen trommelt ihr eure Männer zusammen und lauft mit schnellen Schritten in den Hafen, wo die nördliche Hoffnung bereit zur Abfahrt liegt. Ihr weist weitere Schiffe an, mitzufahren, um euch Geleitschutz zu geben. Während euer Schiff schnell Fahrt aufnimmt, informiert ihr die Mannschaft über das weitere Vorgehen. Defrerens Galeone darf die nächstliegende Insel nicht erreichen. Ihr weist eure Leute an, äußerst vorsichtig zu sein und auf die Takelage zu zielen, wenn ihr in Reichweite seid. Die Nichte des Herzogs befindet sich an Bord von Defrerens Schiff. Ihr darf nichts geschehen. Okay. Wir sollen also Defreren finden? Zwischen all diesen Schiffen ist irgendwo Defreren und sollen das Schiff aufhalten, ohne es zu zerstören. Wir haben 20 Millionen Taler, juhu! Aber das bringt uns relativ wenig. Wir werden also versuchen, Defreren irgendwie aufzuhalten. Mal sehen, ob wir es schaffen. Wisst ihr was? Wir lassen die Kampagne einfach mal durchlaufen. Das muss wohl das Schiff von Defreren sein, die anderen bewegen sich nicht. Nördliche Hoffnung, die fährt man dahin. Ihr fahrt hierhin. Ahoi, ihr Wasserratten. Und ihr fahrt dahin. Und dann mal gucken, ob wir ihn kriegen. Du fährst hierhin. Flottenkommandant an Deck. Was sind das denn für Schiffe? Hey, Captain. Der fährt hoch. Ach, und dann fährt ein Schlenker. Fahrt auf, Kommandant. Ahoi, Captain. Ahoi, Captain. Flotte geht zum Angriff über, Kommandant. Selbst Vollzeug. Ah, da sind sie alle. Okay, auf ihn. Macht euch bereit, unterzugehen. Ja, komm schon, komm schon. Je mehr Schaden er leidet, desto besser ist es. Ihr fahrt mal bitte hierhin. Die Flotte erwartet eure Befehle, Kommandant. Setzt neuen Kurs! Entert das gegnerische Schiff! Na, so kommen wir da nicht ran und da kriegen wir nur Ärger. Der fährt jetzt runter. Das hätte ich mir denken können. Flotte ist auf Zielkurs. Okay, passt auf. Ihr fahrt hier hinten hin. Feindliche Kanonen feuern auf euer Schiff. Wo kommt der denn her? Lässt du mein Schiff wohl in Ruhe? Ahoi, ihr Landratten. So, ihr fahrt schön bis nach hier. In die Wanten! Bei euch ist noch alles in Ordnung. Ihr fahrt mal bitte weiter hier hin. Kommandant an Deck. Nicht ganz so nah an die anderen ran. Ihr kommt langsam ran an das Schiff. Hey, Captain! Macht euch bereit, unterzugehen! Okay, rauf da! So, dann müssen wir einmal nach hier fahren. Haut an den Wind! Du fährst ihm einfach Captain, mal entgegen. Mein Captain! Alle Schiffe, Feuer frei! Na, der will zu den unteren. Flottenkommandant an Deck. Komm, du kommst mit. Flotte befehlsbereit, du Kommandant. Stellst dich schon mal hier hin. Die Flotte erwartet eure Befehle, Kommandant. Kommt hierher. Ballert ihn ab. Er muss langsamer werden. Sonst haben wir schlechte Karten. Captain, mein Captain. Der will garantiert hier mein lang. Neptun,
Lasst Kanonen sprechen! So ist das fein, so muss das sein. Ahoi, ihr Wasserratten! Kommt hier hoch. Setz voll Zeug! Der will garantiert hier nochmal vorbei. Dann halten wir ihn hier auf und du kommst einfach mal mit dazu, stellst Flotte dich hier hin. Bereit, Kommandant. Hey, hey! Auf ihn! Ja, zur Not kennen wir ja demnächst die Route und dann können wir Flotte das noch einmal machen. Bereit, Kommandant. Setz die Vorsegel! Bei Neptun! Lasst Kanonen sprechen! So, ihr segelt jetzt einfach mal hier rüber. In die Wanten! Ihr segelt auch hier rüber. Ankerlichten! Ihr segelt einfach mal hier rüber. Ahoi, ihr Landratten! Wir werden ihn schon überholen, da habe ich gar keine Angst. Ihr segelt Flotte viel zu hoch. Bereit, Kommandant. Das wird nichts mehr. Nee, wir müssen die Kampagne noch einmal machen. Scheibenkleister. Aber gut, wir sehen uns im nächsten Part wieder und dann wird er wahrscheinlich nicht verschwinden. Vielen Dank fürs Ansehen und bis nachher.